Ja gut, da muss ich noch einen Moment warten. Okay, alles klar. Also, überlegen wir doch mal kurz. Ich habe jetzt ja festgestellt, dass in diesem Gebäude bei Oma und hier in der Ölfabrik die Sachen hergestellt werden, die, also nicht nur, sondern auch, aber so Sachen wie Butter, Marshmallow und Mehl. Das sind Sachen, die jeweils eine Zutat brauchen. Und dann gibt es noch sowas wie Schokolade, das braucht zwei Zutaten. Honig braucht zwei Zutaten und Milch braucht zwei Zutaten. Aber alles relativ easy zu machen. Und diese Sachen, die hier rauskommen, die brauche ich in der Bäckerei. Wenn man sieht hier brauche ich Mehl und eine Sorte, Schokolade und eine Sorte, Butter und eine Sorte, Marshmallows und eine Sorte. Und hier Honig und eine Sorte. Und so ähnlich ist das hier. Hier mache ich Kief, CBD-Öl und THC-Öl. Und hierfür brauche ich THC-Öl und eine Sorte, Kief und eine Sorte, CBD-Öl und eine Sorte. So, und jetzt wäre es doch sinnvoll, quasi einmal den Grow Room leer zu machen und dann diese Dinge hier zu produzieren. Ein paar Mal und diese hier ein paar Mal und dann quasi, während ich das produziere, den Grow Room darauf anpassen, dass ich die restlichen Teile brauche, also habe, die ich für diese Geschichten hier benötige. Also die nächsten Sorten nochmal aussäen und dasselbe hier. So, wenn ich das ein paar Mal mache, dann ist in meinem Lager ja viel mehr sinnvoller Platz. So, die Schokolade wird auch allmählich. Gut, also, warte mal, was haben wir hier? Wir haben jetzt hier noch stehen. Afghani für Kuchen oder Butter. Das, also Northern Lights für Marshmallows oder Donuts. Aber da brauche ich sowieso Marshmallows für. Eine Chem Dog. Leer, leer. Hindukusch. Skunk. Also für Omi brauche ich Afghani, habe ich. Habe ich. Skunk, habe ich. Chemdog. Vielleicht halte ich mich erstmal daran, diese kleinen Sachen hier zu produzieren, bevor ich mich um die Sachen kümmere, die zwei Sorten brauchen. Was brauche ich hierfür? Hier brauche ich auch immer zwei Sorten für, außer Kief. Aber ich könnte hier zum Beispiel mal zwei Töpfe nehmen und Jack Herer pflanzen. Ja, Jack Herer braucht jetzt ziemlich warm. Warte mal, Jack Herer und Chem Dog. Wie sieht das aus? Chem Dog braucht das, Jack Herer braucht richtig heiß. Oh, okay. Das bringt mich gerade nicht wirklich voran. Es wäre auch schlau zu versuchen, die Lager mal abzugraden. So, pam, weg damit. So. Wie viel fehlt hier noch? Es fehlen noch genau vier Kuchen. Ja gut, dafür fehlt immer noch Mehl, aber das ist ja gleich fertig, weil also wird gleich gemacht, weil die Schokolade ja gleich soweit ist. Schauen wir mal bei ihm hier nach. Da, hör auf, böse. Also,
Wir haben Geld, Pfeil nach oben. Und Honig, Pfeil nach oben. Nein. So. Also. Ich habe 16. Ich brauche von denen aber nur 10. Und von denen sogar nur 9. So. Pam. So, das war jetzt Geld und Pfeil nach oben. Sechs Stück verkaufe ich. Und bei der anderen Sorte warte ich lieber noch einen Moment. So. Na komm, dann hauen wir noch eine Butter hier rein. Ja, und der Rest ist ja gerade eher spärlich. Brauche ich hier für irgendwas? Ja, hier. Da brauche ich Northern Lights. Pflanzen wir gleich nochmal eine nach. Weil es natürlich nicht gereicht hat. Na komm, dann pflanzen wir gleich zweimal. So. Wie sieht das aus mit... Chemdog. Habe ich noch eine Chemdog? Ja, ich habe eine nachgepflanzt, das weiß ich. Aber steht hier sonst noch eine? Nein. Ja, eine steht da noch. Die brauche ich für die zwei Sachen. So, 5 von 5. Wenn wir das jetzt hier nehmen, 15, dann brauche ich nur noch 4 davon, von dem Honig. So. Das hätten wir. Pflanzen wir das direkt nochmal nach. Ich brauche echt hier noch einen weiteren Topf. Ja, ich glaube, ich check jetzt mal die Mülltonnen ausnahmsweise mal. Ach, guck mal hier, das brauche ich. Ich muss ja auch irgendwie die Lager weiterkriegen. Ich glaube, je schneller ich die Lager voll kriege. Ich meine, durch die Häuser und die Wohnwagen, die ich mir jetzt in letzter Zeit erarbeitet habe, geil. Kommt ja ein bisschen Geld rein. Das ist ja schon mal gut. Ich brauche jetzt aber auch noch mehr Platz im Lager. Damit ich hier nicht immer diese Engpässe habe. Toll, ein Regal. Ah, guck mal hier. Tragetaschen, obwohl es eher Tragekisten sind. Hier habe ich noch einen Mülleimer übersehen. Krass. Hier habe ich noch einen übersehen. Bahnhof, natürlich. Ach, guck mal, ein Rollkoffer. Das sind eigentlich ein Feuchter. Okay, cool. Aber für mich sieht das aus wie ein Rollkoffer.